Der Möbelmaler Fan-Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis, Möbelmaler. Hello everybody. So we can shake hands now. Take a seat, please. Are you tired? Little bit, but after the win, I feel great. Yes, you played 29 minutes, so it was a long game for you. Yeah, it's a really long game, but now I feel great because when I see so many people who support us, it's so easy. Also er sagt, er ist natürlich ziemlich platt vom Spieler, hat er fast eine halbe Stunde gespielt, aber ist ganz toll, dass so viele Fans jetzt natürlich da sind hier beim Fan-Talk und natürlich auch in der Arena, die das Team unterstützen. Er sagt, da macht es das Ganze natürlich viel leichter. So, wir haben ein interessantes Spiel gesehen, das irgendwie bis zum vierten Viertel gar nicht mal so eindeutig war, wie es das Ergebnis erscheinen lässt. 93-77 haben wir gewonnen, aber die ersten drei Viertel war es irgendwie eine eher knappe Geschichte. Und ich möchte von Boris mal wissen, wieso wir uns denn so lange so schwer getan haben gegen Trier. Boris, you can't tell from the result, but until the last quarter it was a pretty close game. What have been the problems? First half they play really tough, and we have preparation before the game, and the coach told us they're a really strong team offensively and very close. Defensively and offensively, but first half we didn't play really much good in the defense, and the last 10 minutes or in the last third quarter we play 2-3 minutes really great, and after that we a little bit relaxed and they coming back in the game. But how I can say, we are same really tough team and with a good character, and we come back like a team and support each other. Fans support us really, really good in a right moment, and they push us in a new win. Okay, er sagt, also der Coach hatte Ihnen schon gesagt, dass Trier ein sehr physisches Team ist, also dass das gar nicht so leicht zu spielen wird, wie man jetzt meinen könnte, wenn man in die Tabelle guckt. Und gerade in der ersten Halbzeit hat Trier einfach ziemlich gut gespielt. Im dritten Viertel ist bei Ihnen dann der Knoten geplatzt, sagt er, und da sind Sie dann ein bisschen entspannter geworden und deswegen konnten Sie dann im vierten Viertel auch endlich davonziehen. Und er sagt, man hat heute eben auch gesehen, dass das Team wirklich einen guten Charakter hat, dass sie sich zusammengerissen haben, sich gegenseitig unterstützt haben, natürlich auch die Unterstützung von den Fans bekommen haben und dass man da eben gesehen hat, wie gut dieses Team eigentlich ist, weil es heute so stark zurückgekommen ist. Was man auch sehen kann, wenn man auf die Statistiken guckt, wir hatten deutlich mehr Rebounds als Trier. Wir hatten 37, Trier gerade mal 21. Vielleicht auch einer der Gründe, warum wir dann letztendlich gewonnen haben. Boris, Ulm had way more rebounds. We had 37 and Trier had 21. Has this been crucial for the win? I think that's the first time we have a game in offensively and defensively, especially in the defense rebounds. And I think that's the reason today, because we have a great win, because we control all time defensively and offensively rebound, and especially a couple minutes we control offensively rebounds, and we make easy points, because everybody know how is it painful for a team if opponent team make basket after the offensive rebounds. Also er sagt, es war mit Sicherheit einer der Gründe, es war im Prinzip das erste Spiel, wo es mal wirklich mit den Rebounds so richtig gut läuft. Er sagt, vor allem die offensiven Rebounds waren heute sehr, sehr wichtig. Die haben es ihnen ermöglicht, endlich auch mal diese leichten Punkte zu machen, die wir gerne mal liegen lassen und immer nur die anderen machen. Und heute hat es eben mal besser geklappt und das Glück war so ein bisschen auch auf unserer Seite. Wir schauen mal auf Boris' Statistiken. Wie gesagt, 29 Minuten hat er gespielt, schon wieder 21 Punkte. Ist ja, glaube ich, seine Höchstzahl bisher in der BKBBL. I'm talking about your stats. I understand a little bit. Ah, okay. Yeah. 10 Rebounds und 2 Assists. Ich gehe mal davon aus, dass er zufrieden ist mit seiner Leistung heute, aber wir fragen natürlich trotzdem mal pro forma nach. Boris, 21 rebounds again, your career high in the Pico BBL, I think. 10 rebounds and 2 assists. Are you satisfied? Yeah, I'm satisfied, especially I can say finally, last 7 days I feel great after my injury. I have a lot of problems last 1 month with my knee, and finally last 7 days I feel great, and coach and team, they support me and they give me in a really bad moments for my body. They push me, and assessing coach Jesus, JD,
athletic coach, they helped me, and finally I come back in my good shape, and now it's on me continue in the good games. Also er sagt, er ist natürlich klar sehr zufrieden mit seiner Leistung heute. Er sagt aber auch, gerade jetzt seit einer Woche fühlt er sich einfach richtig gut. Er hatte in den letzten Monaten ein bisschen Probleme mit dem Knie. Da hat so ein bisschen gezwickt und klar, wenn man Schmerzen hat, kann man meistens nicht an seinem Limit spielen. Jetzt seit 7 Tagen geht es ihm besser und er sagt auch, er bedankt sich ganz arg bei den Coaches, auch bei den Athletiktrainern, bei den Physiotherapeuten, die es ihm einfach ermöglicht haben, jetzt wieder so fit zu werden. Und er sagt, das möchte er jetzt natürlich auch mit seiner guten Leistung zurückbringen. Sie haben ja jetzt diese Woche mal kein Euro-Challenge-Spiel gehabt, aber Boris hat gesagt, Sie haben trotzdem total viel trainiert, im Prinzip wie für die Playoffs. Vielleicht kann er da uns ein bisschen was erzählen. Boris, you had no Euro-Challenge-Game this week, but there was no time for rest, I think. I heard you trained very hard, like for the playoffs, you said. Yeah, I said we have a practice and prepared like this is a playoffs, but we have, how we see tonight, improving the game. And we show improving the defensive rebounds, because in the past we have problem with the defensive rebounds and in the defense, and I think we show today our in the defense. Also sagt, Sie haben tatsächlich sehr hart trainiert, aber das Ergebnis haben wir ja auch heute gesehen. Sie haben vor allem an der Verteidigung gearbeitet und die lief ja heute tatsächlich besser. Also kein Grund, sich auszuruhen, nur weil mal kein Euro-Challenge-Spiel ist. Wenn ihr euch den Pre-Game-Talk angeguckt habt, dann habt ihr gesehen, dass Boris mit einem Handschuh trainiert hat. I understand you. You okay. Handschuhle. Handschuh, ja. Yeah. Good. Do you know any other German words? Yeah, I understand. The gates, hello, like everywhere. Appelschule, Johannesbergschule. Johannesbergschule is my favorite. And I like that. Johannesbergschule. That's pretty good. Okay. Yeah. Aber also wie gesagt, er hat mit diesem Handschuh trainiert und ich möchte mal gerne wissen, was es damit auf sich hat. Was macht man denn mit diesem Handschuh? So, we saw you train with that glove. What is that about? What do you do with that glove? One coach from Serbia, when I'm young, we teach our improving the shots, because when you shooting without the glove, you have really good touch with the ball. But when you put a glove on your hands, you don't feel ball really well, and you can practice your mechanic of the shots. Because everybody know when you have a good touch with the ball, you practice last move in shots. With the glove, you don't feel that last moment, because you must control something before that last shot. That is a you must practice on your legs, because in basketball, in the shots is really well, really, really important is the legs. Because when you lost something, you must improve something, like in life. Same in like shots. You lose the touch and you improve, and you have something new, you improve your legs and continuity in your shots. Also er sagt, das hilft ihm einfach, seinen Wurf zu verbessern. Wenn du diesen Handschuh anhast, dann ist das Gefühl quasi für den Ball nicht ganz so gut. Es ist quasi, glaube ich, so ein bisschen wie Rennen mit Gewichten. Also wenn man erst mit diesen Gewichten rennt, dann ist es ja total schwer. Und wenn man die dann weg hat, dann ist es ein bisschen leichter. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch mit dem Handschuh, wenn ich ihn da jetzt richtig verstanden habe. Möchte darauf jetzt aber kein Urheberrecht anwenden. Also wenn ich es jetzt falsch übersetzt habe, dann möge man mich bitte jetzt nicht dafür umbringen. Möchte noch ganz kurz wissen, ich glaube, er war gestern auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich gesehen, auf seiner Facebook-Seite. Möchte mal wissen, wie es ihm gefallen hat. Wir wissen ja alle, dass der Ulmer Weihnachtsmarkt der schönste ist, aber vielleicht weiß Boris das noch nicht. Boris, you've been on the Christmas market in Ulm. Probably you know the Christmas market of Ulm is the most beautiful Christmas market in the world. Do you know that? Yeah, first time I go last night, but somebody talk about Christmas market and my girlfriend come last night, and we decide to go outside, little bit walk. And I'm really first surprised, because I can't find parking space. All garage is so booking. First I go on the underground and 10 cars in front of me and decide turn and come back. And she asked me, why do that? Like, hey, this is the first time I saw traffic in Ulm. And I'm so surprised with so many people in the center, and people enjoy it, because everybody smile with the glasses of the wine, and really family atmosphere. And tonight I go.
And I think, again? Yeah. Oh no, you can't because it's already closed. Really? Yes, it's only open until 8:30. Okay, I go tomorrow. Yeah, you go tomorrow. Also er sagt, es hat ihm gut gefallen, seine Freundin ist da seit gestern und sie haben also gemeinsam beschlossen, sie gehen auf den Weihnachtsmarkt. Und das war wohl erst ein bisschen frustrierend, weil was der gute Boris nicht wusste, ist, dass man natürlich in der Adventszeit in Ulm nicht mehr im Auto irgendwie hinfahren muss, weil es überhaupt gar keine Parkplätze gibt und so ging es ihm auch. Er hat ewig lang nach einem Parkplatz gesucht, er sagt, es war auch das erste Mal, dass er Verkehr in Ulm gesehen hat. Ich weiß nicht, ob das ein kleiner Seitenhieb war, aber letztendlich hat er gesagt, als sie dann da waren, hat es ihm sehr gut gefallen. Eine sehr schöne Atmosphäre, alle lachen, alle haben ihren Glühwein in der Hand, da wissen wir auch, woher die gute Stimmung kommt. Und er geht morgen gleich wieder hin, sagt er. So, ihr seid dran. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt eure Fragen stellen. We are coming to the fan questions. Okay. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Basketball zu spielen? So, at which age did you start to play basketball? I started really, young. With I think 8 years, and that is a really long career. I started with the 8. That's 20 years, not 28, 19. You're still 27? Yeah, 27. Oh, okay. Until. So when's your birthday? 18 June. Great time. Ja, definitely. Also mit 8 Jahren hat er angefangen und sagt, er hat schon eine ganz schön lange Karriere jetzt hinter sich. Seit 19 Jahren spielt er, 27 Jahre alt ist er und am 18. Juni hat er Geburtstag, wer gratulieren möchte. Ist zwar noch ein bisschen, aber wir merken es uns alle. Du hattest auch eine Frage. Haben Sie früher auch noch andere Sportarten gemacht? Did you ever do other sports like basketball? Did you play football or something? Yes, I go on one practice of the football because all my friends play football and I want to be goalkeeper. And after one day in on the ground and I'm so dirty, come home and so cold, and I said no, never. Because so cold, so dirty, and next day I go to practice, gym is so hot, everybody smile, and I decide to stay on the basketball. Also er sagt, er war einmal im Fußballtraining, weil all seine Freunde Fußball spielen und deswegen hat er sich da einmal hingeschleppt und hat gedacht, er wird vielleicht ein Torwart. Aber dann musste er feststellen, dass Fußball draußen gespielt wird, dass man da sehr dreckig wird und dass es echt extrem kalt ist. Und das hat ihm keinen Spaß gemacht und deswegen hat er beschlossen, dass er sich lieber eine Sportart für drinnen aussucht und ist deswegen beim Basketball gelandet. Ich möchte gerne wissen, ob es hier besser gefällt oder in München. Oh, it's a good question. Where do you like it better, here or in Munich? First is really hard. This is my first year where I don't have a lot of Yugo players. I have one and everybody talk, if you don't have more people from your country about your language, but first, that's my first year that I have in Galatasaray. I have a lot of Serbian players. Last year in Munich, a lot of Serbian players. But here I really feel like I can say in Serbia, all people is really friendly, like a family, and really I feel great because when I turn left, right, people is everywhere and smile on the top, really, and I can say I feel really great and I feel like I'm here more than 6 months. Okay, it's good to hear. Yeah. Also er sagt, es gefällt ihm sehr gut. Normalerweise ist es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt nur einen anderen Spieler, wie Boris jetzt in dem Fall hat, der aus dem gleichen Land kommt oder aus dem gleichen Eck, sagen wir mal, der eben die gleiche Sprache spricht, wo irgendwie die Connection gleich von Anfang an da ist. Das war jetzt in der Türkei oder auch in München war das eher der Fall. Und er sagt aber, obwohl wir jetzt hier nur noch den Jaka haben, der ja auch aus einer ähnlichen Richtung kommt, fühlt er sich hier im Prinzip wie zu Hause. Alle sind sehr freundlich, er fühlt sich total gut aufgenommen und er sagt, es kommt ihm vor, als ob er schon viel länger hier wäre als nur 6 Monate. Wir hoffen, dass das was Gutes bedeutet. Warst du aufgeregt, als du hier das erste Mal gespielt hast? She wants to know, have you been excited when you came the first time here to play? Yeah, first talk with the coach, I'm really excited because everybody talk, you know, in a lot of countries you have a lot of good fans and good support, but when I come in Germany last year and when I came with Bayern here, everybody talk about great fans,
great support, and I remember in the cup, great support from the Ulm. I remember really good. And first, when I have contact with our coach, I feel really great because of people here and because this city live with the basketball, and I and all my friends from the team really give all the best for these people because we feel a lot of great energy from the fans. Also er sagt, er war natürlich aufgeregt, als er hier zum ersten Mal hergekommen ist. Er konnte sich ja noch ganz gut an Ulm erinnern, aus dem Pokalfinale bzw. dem Halbfinale, wo wir uns alle gerne daran erinnern, wie wir da die Bayern nach Hause geschickt haben. Und da war der Boris ja aber leider noch auf der falschen Seite, aber er sagt, er war schon ziemlich beeindruckt damals von den Fans eben. Und deswegen wusste er ja, dass das ein guter Ort ist, an den er herkommen wird. Aber er war trotzdem eben sehr, sehr aufgeregt natürlich, als das alles losging, was wir uns natürlich vorstellen können, so wie es für jeden von uns aufgeregt ist, wenn wir einen neuen Job anfangen. Hast du eine Frage? Wann hast du deinen ersten Dank gemacht? When did you do your first dunk? At which age? Do you know that? I think not so early. I'm all American and USA kids dunk really like young. My first time I dunk with I think 18. 18? Yeah, but when I saw Joshka and David from the young kids, with the 17, he dunk every day, but I think I'm really jealous, but I like support kids because I know how they feel when they dunk, and my first dunk, I think, is with 19. Okay, er sagt, also er war so 18, 19 und er sagt, die US-Jungs, die machen das natürlich schon viel früher und auch wenn er jetzt zum Beispiel Jonathan oder Joschka anguckt, die natürlich auch oft bei uns spielen oder eben bei den Weißen Hornern, er sagt, die danken jeden Tag und er ist ein bisschen neidisch, dass er das nicht auch schon so früh konnte, aber er unterstützt die Jungs ganz gerne, weil er natürlich auch an unserem Basketballnachwuchs interessiert ist. Gibt's noch weitere Fragen? Ja. Wurdest du gut aufgenommen? Okay, wie übersetze ich das? She wants to know, how was it when you came here? How did the people react to you? The team, the coaches? I can explain that because you really must feel that good energy. And I try to explain, but only one word how I explain that is like when you go in work somewhere and when you come home and all family is really happy, I feel that here, like I'm play before 10 years here and I come back and everybody is so excited and give me support, give me everything. People from the office, I know I changed from the one spot to another spot because I like to be really close to the gym and I don't know, I feel really great because they give me a lot of support and I'm thankful and for every my good game and bad game, I really feel really good responsible because the people from the club and from the fans, because they give me great support. Also er sagt, er wurde sehr, sehr gut hier aufgenommen. Er sagt im Prinzip, kann man das gar nicht in Worte fassen, man muss es eigentlich selber erleben, aber er sagt, er kommt sich vor, wie als ob er vor 10 Jahren schon mal hier gespielt hätte und jetzt heimgekommen wäre und alle sind total begeistert, dass er wieder da ist, aber tatsächlich ist er ja zum ersten Mal da und wird einfach nur von Anfang an hier so gut aufgenommen, also es gefällt ihm, glaube ich, sehr, sehr gut hier. Wie heißt euer bester Spieler? Okay, she wants to know, from your point of view, who's your best player in the team? You. Team. We have a lot of great players. This is a little bit diplomacy, but really, on the start of the season, we talk about the players, and I'm really positive surprise because last year I didn't know so many guys like individual, and I can say first I don't want to separate nobody, but I don't know. I like all players like a people, for me, that is really important, but for the player, I don't know, you have a good size, like Will, he can do everything, Tommy is a great assistant, Marty, great scorer, Tim, one of the best pick and roll player, he is always alone, pair, he find him in a great moment, he can score, Phil, hey, people, he shoot from 100 balls and make 92.
And I talk with him. I try in the next month do that, but 92 from 100, I don't know how many people from the Europe and NBA he can do that. And that is this team. And make hard from the opponent team, because every game another player can make a lot of points. Thank you. Also er sagt, das ist natürlich eine Frage, wo man auch ein bisschen diplomatisch antworten muss, logischerweise. Er möchte am liebsten eigentlich gar niemanden da rauspicken, weil er sagt, jeder Spieler ist gut und hat seine eigenen Stärken. Er hat da jetzt auch so ein bisschen aufgezählt. Will, der natürlich gerne mal für die großen Momente da ist. Peer, der in den entscheidenden Momenten einfach auch mal das Spiel noch drehen kann. Oh, das sieht sehr lustig aus. We had the papier-mâché figure of Adam Hess walking down the stairs. It looks really funny. Ich war noch nicht fertig mit erklären, da hast du ganz recht. Also er möchte niemanden speziell rauspicken, sagt, aber er ist sehr beeindruckt im Prinzip von der ganzen Teamkonstellation und positiv überrascht, hatte das, glaube ich, nicht so erwartet, dass wir so viele gute Buben beieinander haben. Wie gesagt, er möchte da jetzt niemanden ganz speziell rausstellen. Und das Schöne ist ja, dass auch jedes Mal bei jedem Spiel irgendwie jemand anderes richtig raussticht. Und das ist, denke ich, auch ein ganz gutes Zeichen für unser Team. Wie fanden es die Bayern, als sie erfahren haben, dass sie nach Ulm kommen? Okay. Tough question. You understood that? About the fans, who is better? No. Okay. The question is, how did the FC Bayern react when they heard that you will switch to Ulm? I don't know. We are professionals, and I have a one-year contract with the Bayern. And I don't know. We must ask him when they come here, and we show on the court. Okay, er sagt, es wird einigermaßen professionell gehandhabt. Er hatte ja eben nur einen Jahresvertrag und dann ist es auch ganz legitim zu wechseln. Aber er sagt auch, wir können die Bayern ja mal fragen, wenn sie dann hier sind am 11. April und ihnen dann auf dem Feld zeigen, wie gut diese Entscheidung war. Hast du schon wieder eine Frage? Freust du dich heute auf den Sieg? Are you happy about the win? Yeah, really, I'm happy because when I see face from the kids and from old people, always happy, I must be happy. Doesn't matter I make points or not, but when we win and we make people happy, everybody from the team must be happy. Also er sagt, klar freut er sich. Er freut sich vor allem, hier jetzt in diese ganzen glücklichen Gesichter zu schauen. Das macht natürlich dann umso mehr Spaß. Und er sagt, da kann man dann gar nicht unglücklich sein, wenn man so viele Menschen glücklich gemacht hat. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ich wollte wissen, wie es Thanksgiving war bei Peer. Oh, have you been to the Thanksgiving party at Peer? Yeah? Yeah, and that is my first Thanksgiving day, because in Serbia we don't have that. Last year in Bayern we don't have that. I remember we go outside and drink just coffee and together. But when Adam told me before 2 weeks about dinner, I asked him, what's that? I remember like from the movies, but I never have that. And my mom prepared a lot of great food, and I'm really happy because I can bring that, and my teammates use that and taste. And I can say I taste a lot of great foods from the all around the world, from America, from the Spain, from the Germany. And that's really great, and one of the best nights in my, I can say live, but last couple of years. Oh, okay. So what did you bring with, what did your mama prepare? She prepared Serbian cake with some chocolate. She prepared Serbian pita with the cheese. She prepared some, you know. People we like have, that. Yeah, we have one guy from Serbia here, and he knows what's a pita. And they prepare some bread with the corn. And she prepared the what's name same like with the chocolate, like croissant with the chocolate, you know, croissant. Croissant with the chocolate. Okay, yeah. Choco croissant. Ja, okay. Also er sagt, diese Thanksgiving-Abend bei Peer, das war im Prinzip eine der besten Abende, die er in sehr sehr langer Zeit hatte. Er sagt auch, er kennt es gar nicht. Es war sein erster Thanksgiving letztes Jahr bei Bayern. Da waren sie, glaube ich, irgendwie schon gemeinsam unterwegs, aber haben nur einen Kaffee getrunken. Und so richtig gefeiert Thanksgiving hat er eben jetzt zum ersten Mal. Und es war sehr schön. Sie haben ja bei Peer gefeiert. Jeder hat was mitgebracht.
Boris hatte das Glück, dass er seine Mama einspannen konnte, die ein bisschen was vorbereitet hat. Schokocroissants, Pita, ich glaube auch Schokokuchen, wenn ich das anfangs richtig verstanden habe. Und sie hatten dann ganz viel leckeres Essen aus ganz vielen verschiedenen Ecken aus der Welt und es hat ihnen sehr, sehr gut gefallen. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. I recognized Matt Howard in the crowd, who played last year here in Ulm. Did he also participate at the party and do you happen to know him? Can you one more time question because I didn't hear really much. So Matt Howard was in the crowd tonight, heute? Okay, Matt Howard was in the crowd tonight. Matt Howard was a player of Ulm last year. Do you know Matt Howard and was he with you maybe at Thanksgiving? I don't know him personal. I remember him from the last year, but last night he didn't come on the party. Okay. But, yeah. Also die Frage war ja, dass Matt Howard eben heute Abend hier war. Ich habe ihn gar nicht gesehen und ob er Boris kennt und ob er vielleicht auch bei Thanksgiving dabei war. Boris sagt aber, er kennt ihn nicht persönlich und er war eben auch nicht bei diesem Thanksgiving-Fest mit. Ist jemand neu im Team? Jemand Neues? Wie meinst du das? Nochmal neu dazugekommen, oder? Da ist ja jetzt im Moment, also das Team ist ja jetzt fix seit, oder meinst du Deontay Burton? Okay, she wants to talk about Deontay Burton, who is new in the team. How do you feel about that? Is it easy, is it tough to integrate him? We like a player, we give all the best to put him in the team and he's a little bit in a hard position because we have couple months together and we have more practice than him and I think last week is really important for him and for us because we practice a lot of our set offense 5-on-0 and we do in our sets and I'm 100% sure in a couple games he show everything because he's a great player, great assistants and great scorer and he need a little bit time for come in a team and I'm 100% sure in next couple of games he give and he show these people why is he here. Okay, also er sagt, es ist natürlich jetzt nicht ganz einfach für Deontay da mitten in der Saison reinzukommen, wenn die Jungs alle schon seit ein paar Monaten zusammenspielen und er sagt, auch gerade die letzte Woche hat Deontay sehr gut getan, weil sie da eben viel trainiert haben, weil er da die Möglichkeit hat, endlich mal in diese Spielzüge gut reinzukommen und Boris sagt, er erwartet, dass Deontay in den nächsten Wochen besser und besser werden wird und wir in den nächsten Spielen durchaus sehen, warum er hier ist mit uns. Gibt es noch weitere Fragen? Sehe für den Moment keine. Eine Frage habe ich noch aufgetragen bekommen. I don't know, are your parents still here with you in Ulm? My mom left yesterday, but my girlfriend is here. Ah, okay. Yeah. So, how did your parents like it here in Ulm? First, my father came before 1 month. He helped me to integrate in the team. He helped me to, because he liked to cook. And I like how he cook and how my mom cook. And my mom coming back after the new year. And I like when is my parents here because he helped me a lot of. Everybody know what's mean when mom cook for us. Yeah, of course. And did they feel comfortable in Ulm? Yeah, they like. My mom first, she like bus. It's a little bit funny, but first when he came, and because I live close to the gym, she asked me, do you have a bus here? Because I want to move everyone from the city, because he like search what we have, a lot of stories and a lot of stores, and she go with the bus everywhere. I want to put in the car, no, I know everything about city with the bus. Also er sagt, sowohl sein Papa als auch seine Mama waren hier. Jetzt ist ja die Freundin, also es ist ein fliegender Wechsel bei Boris daheim. Und ihm hat es sehr gut gefallen. Die Mama steht wohl vor allem aufs Busfahren. Das hat ihr irgendwie ziemlich viel Spaß gemacht hier in Ulm. Boris sagt, er wollte sie am liebsten ins Auto setzen, und damit sie damit eben fahren kann. Aber sie wollte viel lieber unser schönes SWU-System ausprobieren. Und er sagt natürlich auch, es war sehr schön, wenn die Mama da ist, weil wenn die Mama für einen kochen kann, dann gibt es ja eigentlich nichts Schöneres. Grüße an meine Mama. Morgen komme ich vorbei. Okay, gut, dann sage ich Dankeschön, dass ihr alle da wart. Thank you so much, Boris. Hast du noch eine wichtige Frage? Also eine noch, das ist die letzte. Wie oft hast du schon Körbe gemacht? Okay, do you know how often
you did some shots, some successful shots. Did you count them? In a game, it's really tough to count anything, and I don't know really, but I know how many shots I make last 7 days with the gloves. I can show in my phone every day. I put 150, 200 after the practice, and because if you work something good, I put that in the phone. Okay. And I don't know, and I put every time, and the next week I shoot again, same count of the balls. Mm-hmm. And I know if you do something good, you do that every day and every month, every week. Okay, also er sagt, im Spiel natürlich kann man da schlecht drauf achten, aber er hat in der vergangenen Trainingswoche sehr, sehr, sehr viele Körbe geworfen und er sagt, er notiert sich das dann in seinem Telefon, damit er weiß, was er gemacht hat, und das waren 150, 200 Körbe am Tag, die er da gemacht hat. Und von daher ist er jetzt, glaube ich, auch ein bisschen, wie sagt man, müde, und wir wollen ihn entlassen zum Essen. Ich sage Dankeschön, dass ihr heute da wart. Thank you so much for being here. Dankeschön. New word. Dankeschön. Dankeschön. Bitte. And have a nice evening. Kommt Danke. Gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Der Möbelmaler Fan Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrem Einrichtungs-Champion in Neu-Ulm. Größte Auswahl, kleinster Preis.